Willkommen zurück hier vom Balkon und zu einer weiteren Folge meines Specials. Du hast den Titel vielleicht gelesen und der Titel ist auf jeden Fall sehr reißerisch und ich möchte, bevor wir jetzt ins Video durchstarten, dazu kurz was sagen. Das, was ich dir gleich erzähle, kann oder wird durchaus wahrscheinlich, kann auf Widerstand von dir stoßen. Es könnte sein, dass du dir denkst, nein, so möchte ich das nicht sehen oder dass du innere Widerstände spürst und das kann durchaus sein, das kann durchaus passieren. Ich warne dich da schon mal vor. Was ich immer wieder sehe auf die Information, die ich dir jetzt gleich geben möchte, ist, dass viele Männer darauf mit Wut reagieren. Und obwohl ich es persönlich nachvollziehen kann, dass man auch unter Umständen wütend sein kann, sehe ich das lieber so, dass ich mir denke, ich möchte einfach verstehen. Also ich möchte es einfach verstehen und ich verstehe es vollkommen. Und das, was ich dir gleich erkläre, beruht auf den genetischen Grundlagen, die Männern sowie Frauen zugrunde liegen. Und ich denke mir, hey, das sind unsere genetischen Grundlagen. Und so ist es einfach. Danach handeln wir. Und ich bin keiner Frau böse, ich bin keinem Mann böse, wenn er nach seinen genetischen Grundlagen handelt, wenn er nach seinen genetischen Trieben handelt. Denn die bestimmen uns ja auch zu einem großen Teil, seien wir ganz ehrlich. Und deswegen sehe ich das lieber so, dass ich mir denke, okay, ich möchte darüber Bescheid wissen und möchte das zu meinem Vorteil nutzen. Und ich bin aber nicht sauer deswegen auf zum Beispiel Frauen. Weil das sehe ich oft, dass Leute dann sauer sind auf Frauen oder sauer auf andere Männer. Und ich denke mir, das ist absolut unnötig. Nutze die Informationen, die du jetzt gleich bekommst, zu deinem Vorteil und nicht dafür, irgendwie eine Hasskampagne zu starten oder sowas. Das finde ich vollkommen Quatsch. Also, was ich dir jetzt erzählen möchte, wie du im Titel gelesen hast, geht es um Manipulation der Männer in unserer Gesellschaft. Und was ich dir erzählen möchte oder womit wir einfach mal anfangen ist, was haben Frauen bzw. Männer für einen sexuellen Plan? Was kriegen wir für einen Plan mitgegeben? Das ist erstmal die Grundlage, um das zu verstehen, was ich dir jetzt gleich sage. Zuerst mal fangen wir bei den Männern an. Ja, die männliche Fortpflanzungsstrategie, die sieht ungefähr so aus. Wir paaren uns mit so vielen Frauen wie möglich, um so viele Nachkommen wie möglich zu zeugen. Ja, das siehst du daran, dass wir Männer mit ganz vielen Frauen Sex haben könnten und wir könnten dann theoretisch direkt zur nächsten Frau und wieder mit der Sex haben und könnten so innerhalb von, sagen wir, einer Woche ganz viele Nachkommen zeugen. Bei diesen Nachkommen ist es dann in diesem Moment nicht mehr so wichtig, von was für einer qualitativen Hochwertigkeit die in dem Moment sind. Also nicht erschrecken, in diesem Video ist es sehr, ich sag mal, klinisch, es ist ein sehr kaltes Thema, es hat jetzt nichts mit Emotionen und Liebe und solchen Wörtern zu tun. Es ist ein sehr pragmatisches Thema, da sei ich schon mal vorgewarnt. Also es hat nicht so viel mit super hoher Qualität zu tun. Natürlich präferieren wir Männer Frauen, die optisch gesehen bessere Fortpflanzungsmerkmale darstellen. Ja, das wurde ja wissenschaftlich auch schon längst herausgefunden, dass Frauen mit breiterer Hüfte mehr anziehender sind, weil sie besseres Fortpflanzungsmaterial darstellen. Genau, also das ist unsere männliche Strategie und die weibliche Strategie steht dem halt entgegen. Die weibliche Strategie sieht es eher vor, mit einem sehr attraktiven und wertvollen Mann ein Kind zu bekommen. Mit dem attraktivsten und wertvollsten Mann, den du finden kannst, ein Kind zu bekommen. Das siehst du dann an der Stelle, dass Frauen halt, wenn sie ein Kind bekommen, das über 9 Monate mit sich herumtragen. Also das Commitment von einer Frau zu einem Kind ist ganz anders und viel höher als von einem Mann zu einem Kind. Ja? Das ist schon mal wichtig zu verstehen, denn eine Frau könnte nicht rumlaufen und jede Woche neuen Sex haben und jede Woche neues Kind kriegen, denn sie ist 9 Monate, ist sie diesem Prozess verpflichtet des Kinderkriegens. Und da ist es natürlich schon mal logisch, dass ich als Frau einen anderen Auswahlmechanismus habe, was das angeht. Das ist schon mal die erste logische Sache und ich hoffe, das ist wirklich nachvollziehbar. Frauen haben einfach einen anderen Auswahlmechanismus als Männer. Frauen wählen anders aus, weil ihre sexuelle Strategie ganz anders ist. Ich finde, das ergibt sich ganz logisch. Und da ist schon der Anfang, dass man uns in der Gesellschaft teilweise erzählen will, das wäre nicht so und Männer und Frauen wären alle super gleich. Und worauf das hinausläuft, das sage ich dir gleich. Also, wir haben eine unterschiedliche Fortpflanzungsstrategie. Das ist erstmal grundsätzlich das, was du verstehen musst. Na, Oma? Das ist erstmal grundsätzlich das, was du verstehen musst, um das zu verstehen, was ich dir gleich erzähle. So, jetzt ist es so, dass... Wie beschreibe ich das am besten? Monogamie ist ja etwas, was von vielen Menschen angestrebt wird. Monogamie ist ja sowas wie ein Ziel für viele Menschen und das ist auch erstmal korrekt so. Was man aber verstehen muss, ist, dass Monogamie eher der weiblichen Fortpflanzungsstrategie dient. Das heißt,
für die Frau ist es halt praktischer, wenn sie, oder war es auch gerade früher praktischer, das ändert sich heute so ein bisschen, wenn sie mit dem, ich sag mal, wertvollsten Mann ein Kind bekommen hat und dann vielleicht mit einem anderen Mann, der ein bisschen mehr Sicherheit mitbringt und der nicht mit jeder Frau schläft, dieses Kind versorgt hatte. Also sie sucht sozusagen den Alpha und mit dem bekommt sie ein Kind und dann findet sie einen anderen Mann und der hilft ihr mit ihr, also hilft ihr dabei, das Kind zu versorgen. Ja, so hat sie das Beste aus beiden Welten. Sie hat die besten Gene des Alphas und der Beta sozusagen versorgt dann das Kind. Das ist das Optimal, das ist Optimum für die Frau. Und das ist schon die Stelle, an der viele Männer sich denken, oh nein, die Frauen, oh, wie können sie nur? Und ich denke mir halt, okay, das ist einfach deren Fortpflanzungsstrategie. So, also das macht einfach für Frauen Sinn, so wie für Männer es Sinn macht, mit vielen verschiedenen Frauen zu schlafen und zu gucken, welche Frau ist die heißeste. Das ist unsere Fortpflanzungsstrategie und nach der handeln wir ja auch. Also optimalerweise handeln wir nach der, wenn wir nicht gesellschaftlich davon abgehalten werden. Und das ist momentan relativ extrem der Fall. Das heißt, dieses ganze monogamiefeste Beziehungskonzept ist im Grunde für einen Mann nicht besonders wertvoll. Also wenn man es mal ganz genau betrachtet, bringt es einem Mann und der männlichen Fortpflanzungsstrategie nichts. Der weiblichen Fortpflanzungsstrategie bringt es aber schon was. Und jetzt ist es schwierig und das kann ich auch nicht genau einschätzen, wie sich diese gesellschaftliche Entwicklung verhält, dass Frauen jetzt immer mehr selbst in guten Berufen sind und die brauchen im Grunde keinen Mann mehr zur Versorgung der Kinder. Und das ist ja auch wirklich so, eine Frau kann ja heute Karriere machen und dann bräuchte sie keinen Mann mehr. Ich weiß nicht genau, wie das einzuordnen ist. Ich glaube, dass eine Frau rein biologisch gesehen trotzdem immer noch dieses Bedürfnis danach hat, einen Versorger zu haben, selbst wenn sie selbst Geld verdient. Das kann ich mir vorstellen zumindest, dass dieses Bedürfnis immer noch vorhanden ist, weil es ist ja noch nicht so lange in unserer Gesellschaft so, dass Frauen auch viel Geld verdienen können. Früher waren Frauen ja doch sehr abhängig vom Mann. Das ist ja auch noch nicht besonders lange her, keine 100 Jahre ist es her. Deswegen glaube ich, diese Umwandlung im Gehirn von Frauen hat da einfach noch nicht stattgefunden. Das wäre sinnvoll, finde ich, evolutionstechnisch gesehen, weil das Ganze ja doch ein bisschen länger dauert. Also, Monogamie ist erstmal etwas, was eher den Frauen hilft. Trotzdem gibt es halt viele Männer, die Monogamie anstreben und unbedingt Monogamie wollen, ohne zu erkennen, dass es eher etwas ist, was der weiblichen Strategie dient. Ja, der männlichen Strategie würde eher sowas dienen wie, ich habe Sex mit vielen verschiedenen Frauen. Und was ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, ist, dass viele Männer sagen oder viele Männer denken immer, es wäre nicht richtig der Frau gegenüber, es wäre unfair, wenn man mit mehreren Frauen was hat und man sollte nur mit einer Frau was haben. Was du aber verstehen musst, ist, dass auch Frauen viele verschiedene Männer in ihrer Rotation haben, also in ihrer Umlaufbahn haben. Ja, da kannst du jede Frau noch fragen, mit der du gut befreundet bist, jede Frau, mit der du mal zusammen warst. Frauen haben immer viele Männer in ihrer Rotation, haben immer viele Männer, die sich für sie interessieren. Und die Frau freut sich auch, dass das so ist, denn je mehr Aufmerksamkeit sie von diesen Männern bekommt, desto höher ist ihr sozialer Status, ihr sozialer Wert. Und das ist natürlich was, was die Frau anstrebt. Und das ist auch wieder was ganz Normales. Manche Männer sind dann böse und denken sich, oh nein, wie kann die Frau es wagen, mit mehreren Männern was zu haben und ich habe nur mit einer Frau was? Erstens selbst schuld. Und zweitens ist es einfach nur logisch, denn natürlich möchtest du so einen höchstmöglichen sozialen Wert haben in dieser Gesellschaft. Das ist ja ganz normal, denn je höher du sozial stehst, desto bessere Optionen hast du. Und ich denke, es ist ganz normal, dass jeder von uns optimale Optionen anstrebt. Und deswegen finde ich überhaupt nicht richtig, Frauen zu verurteilen dafür, dass sie auch mit mehreren Männern was haben. Wo es jetzt aber problematisch wird, ist, dass Männer, die mit mehreren Frauen was haben, eher so als Player dargestellt werden. Also wenn ein Mann was mit mehreren Frauen hat, dann ist es nicht so, dass das besonders positiv dargestellt werden würde. Also es ist nichts, was von der Gesellschaft unterstützt wird. Das heißt, Männer werden eher in die Richtung gebracht von dieser etwas feministischeren oder feminineren Gesellschaftsstruktur, werden eher in die Richtung gebracht, sich auf die Monogamie zu fokussieren und sich in dem Fall auf die weibliche Fortpflanzungsstrategie zu fokussieren und die weibliche Fortpflanzungsstrategie zu unterstützen. Und was ich einfach möchte, dass du erkennst oder wofür du so ein Bewusstsein kriegst, ist, dass die weibliche Strategie in unserer Gesellschaft unterstützt wirst und dass auch du wahrscheinlich zu einem großen Teil in dieser weiblichen Strategie festhängst. Und das erkennst du auch immer gut daran, dass Leute zu Videos oder Inhalten dieser Art sind viele Männer immer hingezogen, weil Männer nur darauf warten, dass irgendwer ihnen die Erlaubnis dafür gibt, wieder auch verschiedene Sexpartnerinnen zu haben. Also deswegen sind Leute, die sehr, sehr grenzwertig mit diesem Thema umgehen, super beliebt, weil Männer halt einfach unbedingt die Erlaubnis haben wollen von anderen Männern zum Beispiel oder von Frauen, dass sie dieser Strategie, ihrer eigenen Strategie folgen dürfen. Denn in unserer Gesellschaft wird diese Strategie eher als schlecht dargestellt. Ja, da ist es sowas wie Männer, die mit vielen Frauen schlafen, sind unreif. Männer, die mit vielen Frauen oder vielleicht auch mit vielen jungen Frauen schlafen wollen, das sind einfach irgendwelche Lustböcke oder Männer, die nicht erwachsen
werden wollen oder Männer, die Bindungsängste haben oder Männer, die psychische Probleme haben. Oh, du bist irgendwie ohne einen Vater aufgewachsen oder was ich, ohne eine Mutter und deswegen hast du jetzt irgendwelche Bindungsprobleme und deswegen kannst du dich nicht auf eine Frau fokussieren. Also ich glaube, du kennst auch selbst viele von diesen Dingen, die dann in der Gesellschaft gesagt werden oder die benutzt werden, um diese männliche Fortpflanzungsstrategie auch runterzuwerten und eher die weibliche Fortpflanzungsstrategie aufzuwerten, beziehungsweise das mit diesem, dass eine Frau mit einem möglichst wertvollen Mann schläft und dann vielleicht mit einem nicht so wertvollen Mann, mehr einem Beta, das Kind aufzieht. Das passiert relativ viel, aber das wird eben nicht so verurteilt, weil es auch nicht so offensichtlich ist. Also das passiert sehr im Hintergrund, sage ich mal. Das passiert sehr, sehr verdeckt und es ist nicht so öffentlich. Wohingegen die männliche Fortpflanzungsstrategie sehr öffentlich kritisiert wird und solche Leute, die Player sind oder so, einfach in einem sehr negativen Licht dastehen. Und was du verstehen musst, ist, dass das einfach deswegen so ist, weil die weibliche Strategie momentan vorherrscht und das momentan anscheinend auch ein bisschen extremer wird. Und natürlich möchte die, also du möchtest natürlich immer in deinem Vorteil handeln. Das heißt, in dem Moment, wo du mehr Macht, mehr Kontrolle hast, möchtest du die natürlich behalten und möglicherweise auch ausweiten. So ist es auch bei den Frauen. Aber die Frauen wollen, dass du das Gegenteil denkst. Ja, die Frauen wollen, dass du denkst, es geht hier alles nur um Gleichheit und so weiter. Dabei geht es auch viel darum, den Vorteil, den sie gerade genießen, auszubauen. Und das würden Männer an der Stelle ja auch genauso machen. Deswegen wieder zurück zu dieser Thematik, dass ich niemanden verurteilen wollen würde, weil ich es ganz normal finde, wenn man seinen eigenen Vorteil sichern und ausbauen möchte. Finde ich ganz normal. Deswegen, ich möchte einfach ein Bewusstsein in deinem Kopf dafür schaffen, dass du mal darüber nachdenkst, ob du denn wirklich dieser Strategie, der du gerade folgst, auch wirklich folgen willst, also dieser monogamen Strategie. Oder ob du vielleicht eigentlich lieber einer anderen Strategie folgen möchtest, dich aber vielleicht nicht traust aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen, aufgrund von, ich sag mal, Shaming, dass man dir sagt, das wäre nicht in Ordnung. Denn ich sage dir, das ist durchaus in Ordnung, das kannst du gerne so machen. Du musst dir nur die Erlaubnis dafür geben oder musst halt in einem Umfeld sein, das dir die Erlaubnis dafür gibt. Und deswegen, und das habe ich eben schon mal gesagt, werden so Videos oder Inhalte dieser Art auch sehr gerne geschaut, weil du jetzt, während ich dir das erzähle, hast du das Gefühl, du hast die Erlaubnis, das tatsächlich so zu machen. Und das Gefühl hast du sicherlich ansonsten eher nicht. Also du hast sicherlich eher das Gefühl, dass das nicht in Ordnung wäre, das zu machen. Aber jetzt, wo du dieses Video schaust, kriegst du wahrscheinlich gerade das Gefühl, es ist in Ordnung, dieser deiner eigenen Fortpflanzungsstrategie zu folgen. Und das knüpft an das Video an, was ich die Tage gemacht habe, wo ich dir gesagt habe, wenn du 16 bis 30 bist, dann nutze diese Zeit dafür, deinen Wert aufzubauen, nutze deine Zeit dafür, so viele Frauen wie möglich zu daten und dann kannst du dich ja irgendwann in deinen 30ern, Ende 30ern auch in eine Ehe, in eine Langzeitbeziehung begeben, wenn du das möchtest. Aber nutze einfach die Zeit, triff viele verschiedene Frauen, denn wie gesagt, das machen Frauen auch. Frauen gucken auch immer, dass sie den bestmöglichsten Mann an ihrer Seite haben und wenn du das vielleicht kennst du dieses Phänomen aus Beziehung, ich kenne das zumindest, wenn du selbst in Beziehungen so ein bisschen mehr untergehst, so ein bisschen zurückhaltender wirst, so ein bisschen schwächer wirst, so ein bisschen der Frau nach der Nase redest und alles machst, was die Frau möchte, dann hast du in ihren Augen weniger Wert und dann wird sie sich meistens verlassen und zu einem höheren Mann upgraden, zu einem Mann, der mehr Wert darstellt. Und schreib mir mal in die Kommentare, wenn du das kennst aus einer von deinen Beziehungen. Bei mir sind auch beide meine Beziehungen so in die Brüche gegangen, dass ich irgendwie sehr abhängig von der Frau geworden bin und natürlich stellt das weniger Werte als ein Mann, der unabhängig ist, denn ein Mann, der unabhängig ist, hat offensichtlich mehr Auswahl mit Frauen und das ist attraktiver als ein Mann, der abhängig ist und keine Auswahl mit Frauen hat. Und deswegen upgraden natürlich Frauen auch die Männer, wenn sie merken, das ist ein nicht so wertvoller Mann, und ich kann hier einen wertvolleren Mann haben, dann upgraden die Frauen diesen Mann, weil es ihrer Strategie entspricht. Das ist ganz logisch. Und das ist auch, wie gesagt, wieder mal nichts, worauf man böse sein muss, das ist etwas, was man verstehen sollte. Ja, du solltest das verstehen. Und die Schlussfolgerung, die du daraus ziehen solltest, ist, dass du deiner eigenen sexuellen Strategie folgst, dass du zu dir selbst sagst und dir selbst die Erlaubnis gibst, viele verschiedene Frauen zu daten. Denn viele verschiedene Frauen zu daten wird dich attraktiver machen für jede Frau. Denn wenn ein Mann viele Frauen trifft, das habe ich schon oft gesagt, dann ist er attraktiver für eine Frau, weil er mehr Auswahl hat. Ja, das heißt, die anderen Frauen haben ihn wahrscheinlich auf Qualitätsmerkmale bereits geprüft. Das heißt, es ist für dich von Vorteil, wenn du verschiedene Frauen triffst. Das ist deine Strategie, die dir hilft, mit der du dich, und das verspreche ich dir, hundertprozentig besser fühlen wirst in diesem ganzen Dating-Prozess, als wenn du jedes Mal, wenn du eine Frau triffst, die dir gefällt, dich sofort da komplett committest und sagst, jetzt treffe ich nur noch diese Frau. Das wird sich für dich besser anfühlen, wenn du mehrere Frauen datest und die Frauen werden
werden einfach auch mehr, die werden dich mehr wollen, also da wird mehr Verlangen da sein. Sie werden sich angezogener von dir fühlen, dadurch, dass du mehr Optionen hast. Ja, aber die Frauen wollen halt nicht, dass du dieser Strategie folgst, denn das wäre eher die männliche Strategie. Und natürlich wollen die Frauen, dass du weiterhin der weiblichen Strategie folgst und eher auf eine feste Beziehung aus bist, während die Frauen halt immer mehr, die Männer immer mehr upgraden und den bestmöglichsten Mann suchen, um dann am Ende vielleicht mit einem Beta, der sich dieser Vorgehensweise verschrieben hat, in einer Beziehung zu landen und das Kind dann zu versorgen, was sie vom Alpha bekommen hat. Also wie gesagt, das ist das Optimum für die Frau, für die weibliche Fortpflanzungsstrategie. Unser Optimum ist es, so viele verschiedene Frauen wie möglich zu treffen und mit denen zu schlafen. Und deswegen würde ich dir einfach nur dich dazu anregen, mach das bitte, wenn du das möchtest, und schau mal, wie weit deine soziale Konditionierung reicht. Also schau mal, wie sehr du dich jetzt von den Inhalten dieses Videos angegriffen gefühlt hast, und daran kannst du sehr gut erkennen, wie sehr deine soziale Konditionierung, also wie tief die geht. Wenn du dich sehr angegriffen davon gefühlt hast und denkst, nein, das ist nicht so und wie kann man sowas sagen, dann ist deine soziale Konditionierung in diese Richtung, in diese eher weiblich-strategische Richtung wahrscheinlich sehr stark. Wenn du dich davon nicht so angegriffen gefühlt hast, dann wahrscheinlich eher ein bisschen schwächer. Und schau mal, wenn du eine Person bist, die sich sehr angegriffen gefühlt hat von dem Inhalt, den ich jetzt hier vermittelt habe, schau mal, wie ist so dein Erfolg mit Frauen? Ist der gut? Ist der eher schlecht? Denn was auch damit reinspielt, ist, dass die Frauen dir oder die Frauen dir erzählen wollen, hey, wenn du der nette Typ bist, wenn du alles für die Frau machst, wenn du ein guter Versorger bist, wenn du nett bist, dann wirst du Erfolg mit Frauen haben. Aber Leute, die das so machen, dieser Strategie folgen, haben die den wirklich? Haben die wirklich Erfolg? Oder sind das eher die Männer, die dann zu mir ins Coaching kommen? Und ich kann dir das von meiner Warte aus sagen, denn ich kenne beide Seiten sehr, sehr gut. Ich selbst habe eine ganze Zeit lang eine riesen Auswahl an Frauen gehabt, habe viele verschiedene Frauen gleichzeitig in meinem Leben gehabt. Momentan habe ich weniger, kümmere mich da weniger drum, werde das in Zukunft wieder mehr machen, aber ich hatte das selbst eine Zeit lang sehr extrem und die Frauen waren halt viel, sie fanden mich viel anziehender. Und dann habe ich selbst auch mal eine Phase gehabt, wo ich eher dieser weiblichen Logik gefolgt bin, von wegen einfach nett sein, eine Frau daten und sich auf diese eine Frau verschreiben und das wird schon funktionieren, und habe in der Zeit deutend schlechtere Ergebnisse gehabt. Also es ist deinen Ergebnissen, deinem Erfolg mit Frauen weniger zuträglich, wenn du der weiblichen Strategie folgst. Das ist einfach so. Deswegen krieg da einfach mal ein Bewusstsein für, frag dich mal nach diesem Video, wie tief ist meine eigene Konditionierung. Wie gesagt, schreib mir in die Kommentare, ob du so Erfahrungen und Beziehungen gemacht hast, was dieses Upgraden angeht von Frauen, dass Frauen ihre Partner upgraden wollen. Das ist halt Teil deren Strategie. Schreib mir mal, ob du das auch so erlebt hast wie ich. Und genau, einfach mal diskutieren in den Kommentaren. Ich fange jetzt erst an, mich hier auf Video mit diesem Thema zu beschäftigen, deswegen ist alles noch so ein bisschen durcheinander. Ich werde das in kommenden Videos noch ein bisschen genauer darstellen, auf jeden Fall. Bin super gespannt, was du zu dem Thema sagst. Schreib es mir in die Kommentare. Cool, dass du dabei warst, und wie immer gibt es, jetzt muss ich kurz überlegen, wann ich das Video posten werde, wie immer gibt es ein Video am Donnerstag, kommt das nächste Video, das ist auch schon geplant. Wahrscheinlich wirst du dieses Video hier an einem Montag oder Dienstag sehen, so ist jetzt gerade die Planung, aber das werden wir noch schauen. Wie gesagt, in die Kommentare, was du davon hältst, und dann freue ich mich, dass du hier warst, und hoffe, ich konnte so ein bisschen dir die Augen öffnen und auch dir ein bisschen Erlaubnis geben, mehrere Frauen zu treffen.